Horrido oder Savas, wie man hier in Oberschwaben sagen würde. Ich weiß nicht, ob man das sagen würde, aber wahrscheinlich so oder so ähnlich. Der Boy, den er da hinten hört, das ist Carlo, den kennt er wahrscheinlich noch gar nicht, aber der brüllt da hinten etwas rum. Ja, der will da raus, der will jetzt nämlich, dass wir eine Runde laufen. Freunde, ich habe ein paar nice Infos für euch. Viel Spaß bei dem Video. So, jetzt müssen wir mal die Frisbee dem Hund. Gut. So, ihr Lieben. Ja, was zum Teufel war das denn? Okay, nochmal die Frisbee, komm, gib die Frisbee. Gib die Frisbee. So, und. Okay. Ihr Lieben. Mit seiner Frisbee. Ja, was wollt ihr sagen? Ich wollte euch eine kleine Ankündigung machen. Und zwar habe ich demnächst eigentlich ein geiles Projekt vor. Ein Kumpel von mir, ein Fipse. Fipse, wie ist du, Hippie? Ein geiler Typ, der ist eigentlich ununterbrochen mit seinem Zelt im Wald unterwegs. Und also, der ist da richtig gut dabei, was so Outdoor, Bushcraft und sowas anbelangt. Oh ja, und mit dem habe ich mir überlegt, dass ich so Zeltheizungen mal teste, die es da gibt. Ihr kennt jeder von euch das Problem, die Jahreszeit im Winter quasi. Carlo. Das Zelt im Zelt arschkalt, bisschen ungemütlich. Man kann, wenn es so früh dunkel wird, nicht mehr so viel großartig anfangen. Wenn es schön warm wäre, wenigstens im Zelt, könnte man da noch ein bisschen was weiß ich, zocken oder alles Mögliche. Und die Frisbee. Ja, und ohne das wird es immer ein bisschen schwierig. Deswegen testen wir da mal so ein paar Zeltheizungen. Ich hau immer hier ein paar rein. Angucke oben, sie so wie so eine Laternenheizung, wo man auf den Gasdinger drauf macht und unten so eine richtige Heizung, auch mit so eine richtige Gasheizung. Und der Fipse, der hat so einen Zeltofen, also ein richtiger professioneller Ofen, der richtig warm gibt, das weiß ich aus eigener Erfahrung, ich war schon mal dabei, als der das ausprobiert hat. Und genau, das probieren wir mal aus, was da wohl so am allerbesten funktioniert. Als kleiner Hinweis gleich vorweg, tatsächlich muss man da immer diese CO-Problematik, also diese Gasproblematik bei der ganzen Geschichte ansprechen. Man muss sagen, dass man also eine offene Flamme bei sämtlicher Verbrennung fossiler Brennstoffe, und da zählt Gas dazu, entsteht CO. Und CO ist geruchsloses Gas, aber hochgiftig für den Mensch. Also wenn man das einatmet, denn zu viel davon einatmet, dann ist das absolut tödlich. Also sehr, sehr gefährlich. Man darf sowas nur mit einem CO-Melder machen, nur mit einem gut belüfteten Zelt. Also diese Zeltheizungen, die sind wirklich sehr, sehr gefährlich. Aber das gucken wir uns mal an, und in dem Video sage ich auch nochmal was dazu. Ja, das probieren wir, testen wir jetzt mal aus, weil jetzt in nächster Zeit soll es mal richtig, richtig arschkalt werden zwischen Weihnachten und Neujahr. Carlo, aus! Okay, ich schmeiß mal die Frisbee. Ja, aber da testen wir das mal aus, da probieren wir das Ganze mal. Und ihr werdet sehen, dieser Ofen, der ist genial, der Zeltofen. So ein richtiger Zeltofen ist einfach richtig geil. Freunde, das war's von mir. Ciao mit euch.